ich jetzt in die Vorstandsarbeit des Fördervereins gekommen bin, das zu erleben, wie die Menschen hier in einer Professionalität und gleichzeitig liebevollen Art und Weise versuchen, diese Gemeinschaft gar nicht so sehr zu lenken, sondern ihnen immer wieder einen Rahmen zu geben und einen Raum zu geben, sich gut zu entwickeln. Ich habe Frau Rudab, also Jutta, kennengelernt als eine Person, die uns da schrittchenweise immer gut weitergeholfen hat. In dem Sinne, dass sie jetzt nicht irgendwie mit Rezepten kam oder Vorschlägen, sondern es war wie eine Art Mediatorin, die eigentlich von außen geguckt hat, aufgenommen hat, mit allen gesprochen hat und dann reflektiert hat, so das, was sie sieht, was sie für Eindrücke hat. Und wir haben zusammen daran gearbeitet, was ist gut, was ist eine gute Basis, was ist tragfähig und wo müssen noch Veränderungen her. Seitens der Eltern, seitens der Lehrer und auch von außen kamen da verschiedene Ansprüche und Anforderungen. Und wir haben es dann doch dank Jutta Rudab auch geschafft, innerhalb von kurzer Zeit dann die Sache auf einen Punkt zu bekommen in 2 Seminartagen, wo wir eine Konferenz hatten und dann auch zur Zufriedenheit aller Beteiligten ein ganz gutes und schönes Ergebnis, also sprich das jetzige Leitbild, erarbeitet haben. Was war so besonders und so stimmig für uns an der Arbeit mit Jutta Rudab? Wir erlebten von Anfang an, dass sie eine ganz ähnliche Sprache sprach wie wir. Das drückte sich aus in einer Schlichtheit, Klarheit und Einfachheit. Sie hat uns gezeigt, dass wenn eine Schule im Wandel ist und etwas Neues entstehen will, dass es da so einen Moment der Dunkelheit dazwischen gibt. Also etwas, wo das Alte nicht mehr zuverlässig ist und das Neue noch nicht da. Und dazwischen muss man sozusagen erstmal ein bisschen aushalten können. Das fand ich sehr hilfreich und das Kollegium hat sich darauf eingelassen, in so einem Zustand der Schwebe für einen Augenblick zu sein. Und man merkte, dass das eigentlich der richtige Punkt war, der uns in den nächsten Schritt hat führen können. Du sagst nächstes Mal mein Kumpel. Für mich als Beraterin ist es wichtig, mit aller Liebe, die da ist, mit aller Wärme, die da ist für die Menschen, an diese Schule zu kommen, anzuschließen an das, was da ist und mit den Menschen so zu arbeiten, so in den Dialog zu kommen, dass schon quasi fast von alleine der nächste Schritt zum Vorschein kommt. Es wäre schön, wenn meine Beratung Einfluss hat auf die Kinder letzten Endes.